Okay. Das ist wie ein Bart hier. Und jetzt bin ich in Münster, hier mit euch. Genau. Hier mal kurz auslachen. Ich hoffe nicht, dass uns Leute aus Duisburg gucken. Ich fühle mich wie Anthony Bourdain, so dass du mich filmst und ich einfach gehe. Schlange. Was war die Frage noch einmal? Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Multilingual. Heute haben wir ein anderes Format. Es gibt ein Interview mit zwei Deutschlernern, die euch erzählen werden, wie haben die Deutsch gelernt, welche Schwierigkeiten hatten sie in Deutschland, und sie werden euch auch Tipps geben, wie ihr euer Deutsch verbessern könnt. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Wir beginnen. Emil, was erzählst du über dich, wenn du neue Leute kennenlernst? Ich sage, dass mein Name Emir ist, dass ich 25 Jahre alt bin und dass ich aus Bosnien und Herzegowina komme und dass ich schon 5 Jahre in Slowenien im Ausland lebe. In Slowenien, wo genau? In Ljubljana, in die Hauptstadt. Und was machst du da? Ich studiere dort. Jetzt bin ich in ein letztes Jahr von meinem Studium. Ich studiere Wirtschaftsinformatik. Und jetzt bin ich in Münster. Ich mache hier mein Austauschsemester als ein Erasmus-Student. Und leider ist es jetzt die letzte Woche von meinem Austausch hier. Inge, ich möchte dich fragen, du hast ja einen deutschen Namen. Kannst du uns erklären, warum du einen deutschen Namen hast? Meine Opa ist von Deutschland nach Brasilien umgezogen, als er ganz klein war. Mhm. Und meine Großmutter hat auch die Mama von meiner Großmutter war auch Deutsche. Und so meine Mama-Familie ist wie eine mehr als eine deutsche Familie, aber mein Papa ist ganz Brasilianer. Mhm. Aber es ist ganz normal. In Brasilien gibt es viele Leute, die aus Deutschland nach Brasilien gezogen sind. Warum? Das war das erste Mal, hat die Regierung in Brasilien, das war wie 1828 in Südbrasilien, die haben viele Leute aus Deutschland gefragt, ob die nach Brasilien umziehen wollten. Okay. Und die haben dem Grundstück zum Deutschen gegeben. Und das war viele Leute hier, hatte Hunger und so. Und die sagen, okay, wir haben hier ein Grundstück. Wenn wir wollen, wir können dich geben. Okay. Das war wie ein Geschenk, wirklich. Mhm. Wie hast du angefangen, Deutsch zu lernen und warum? Das ist eine lustige Geschichte. Als ich ein Kind war, wie jedes Kind, mag ich Zeichentrickfilme zu gucken. Aber die Zeichentrickfilme in meinem Heimatland waren nicht so gut. Die Synchronisation war schlecht. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich an meinem TV auch deutsche TV-Kanäle habe. So Super RTL, DSF, Disney Channel. Und dann habe ich diese Zeichentrickfilme geguckt. Ich konnte nicht am Anfang konnte ich nichts verstehen. Aber ich habe sie trotzdem geguckt und dann nach 2, 3 Jahren, weiß ich nicht so, habe ich einfach angefangen, ihnen zu verstehen. Und dann hatte ich Deutsch als zweite Fremdsprache in Schule. Dann habe ich an einen Kurs gegangen, weil ich dachte, dass ich in Graz studieren werde. Ja, deswegen hatte ich ein gutes so Fundament, eine Grundlage für Deutsch. Lass uns ein Spiel spielen. Bitte antworte nur mit Ja oder Nein. Dein Niveau ist ein gutes B1 oder schwaches B2. Du willst dein Hör verstehen und dein Sprechen verbessern. Du kannst mir folgen. Du verstehst alles, was ich sage. Hast du alles mit Ja beantwortet? Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein Traumkandidat für den neuen B2 Online-Kurs, der schon ganz bald startet. Für diesen Kurs ist das Niveau B1 ein Muss. Vielleicht hast du schon an meinem B1 Plus-Kurs teilgenommen. Dann ist das noch besser.
Der neue B2-Kurs hat den Fokus auf Hören und Sprechen. Natürlich werden wir auch einige Grammatikthemen wiederholen, aber das steht nicht im Vordergrund. Der Kurs besteht aus einem Lernheft mit 12 Lektionen, in dem du die Aufgaben erledigst, unserem gemeinsamen Telegram-Chat, wo du Fragen stellst und andere Teilnehmer kennenlernst, aus Quizlet, Karteikarten, um den Wortschatz intensiv zu trainieren und 6 Online-Treffen mit mir. Jede Woche öffnet sich für dich ein neues Modul und du lernst in deinem eigenen Tempo, machst die Aufgaben und schickst sie an mich zur Kontrolle zurück. Niemand bleibt ohne meine Unterstützung. Ich werde dich bei deinem Lernprozess motivieren und dir helfen, weiterzukommen. Der Kurs startet schon ganz bald. Um dich anzumelden, folge bitte dem Link unter diesem Video in der Beschreibung. Und schon ganz bald sehen wir uns im Kurs. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Was hast du über Deutschland vor deiner Anreise gedacht? Hat dich etwas enttäuscht? Also wie jeder Person, wie jede Person aus Bosnien, habe ich gedacht über Deutschland so wie ein Traumland. Mhm. Hochqualität, das wäre ein Synonym für Deutschland. Aber als ich hier gekommen bin, habe ich auch gesehen andere Seite. Zum Beispiel die Züge. Ich habe gedacht, dass sie immer rechtzeitig kommen. Mhm. Das könnte nicht mehr entfernt von der Wahrheit sein. habe ich nicht gewusst, dass es so viele Probleme mit Bürokratie gibt. Das alles dauert so viel. Das war für mich so eine Überraschung. Kannst du ein Beispiel nennen? Was hat so lange gedauert? Zum Beispiel, als ich hier gekommen bin, möchte ich eine deutsche Telefonnummer bekommen. Mhm. Und ich dachte, okay, ich habe das schon gemacht in Slowenien, wo ich jetzt lebe, und in die USA, wo ich war letztes Jahr. Du bekommst eine Telefonnummer in 2-3 Tagen maximal. Mhm. Hier hat es gedauert 3 Wochen. Wow. Ja, und alles war durch Post, also keine Digitalisierung von dem Prozess oder so. Ich habe hier, als ich war hier so 5 Monate jetzt, bin ich hier und ich habe ein bisschen gereist in dieser Zeit. Und ich war in Duisburg, da war es ein Konzert von einem bosnischen Musiker und Goran Bregovic, und ich war dort in Duisburg, war ich, und als ich dort war, habe ich zu mir gedacht, das ist kein Deutschland. Ich fühlte mich, als ich in Bosnien zurück war, so viele Löcher an die Straße, und ja, einfach die Gebäude waren so depressiv und grau. Okay. Das war seltsam für mich, ja. Ich habe gehört über Borussia Dortmund und ich habe immer gedacht, oh, sie haben so ein großes Stadion, das sollte auch eine große, schöne Stadt sein. Ja. Yeah. Aber Dortmund war nicht so schön, aber immer noch schöner als Duisburg. Wie unterscheidet sich dein Leben in Deutschland von dem Leben in Brasilien? In Brasilien, das war für mich, wenn ich über Brasilien denke, das war nur Arbeiten. Ich muss so viel arbeiten und wie viele Überstunden machen. Und hier in Deutschland, ich habe das Gefühl, dass ich kann mein Leben und meine Arbeit besser vereinbaren. Das aber auch, was ich wirklich mag hier in Deutschland, ist die Sicherheit. Wenn ich das sage, vielleicht die Leute denken, oh, Brasilien ist gefährlich. Aber es ist nur, dass wir die ganze Zeit muss alles gucken, was kommt, woher kommt, wer ist in unserer Straße, ne? Wer kommt da und da. Und hier in Deutschland, das kann man einfach gehen. Und ich mag sehr gern, dass ich mit dem Fahrrad überall fahren kann. Und das ist auch sicher. Wenn ich spreche über Sicherheit, es ist auch, wenn ich mit dem Fahrrad fahren möchte. Und auch mit Valentina. Valentina geht immer überall mit dem Fahrrad. Die Leute respektieren das. Und ja, finde ich super. Gibt es trotzdem etwas, was du vermisst, was du in deiner Heimat hattest, aber hier in Deutschland nicht hast? Das Essen in Brasilien, ach, das ist
super lecker. Und ich vermisse auch wie einen schönen Tag wie heute und ein bisschen tanzen. Die Leute sind sehr glücklich und sehr hoffentlich. Die Musik, oh, die Energie, dass es kommt mit der Musik und das gute Wetter. Ach, das ist super auch. Das vermisse ich ganz, ganz, ganz. Wir haben es schon gesehen, du hast eine kleine Tochter. Wie ist es denn, in ein anderes Land mit einem kleinen Kind umzuziehen? Ich glaube, mit einem Kind, irgendwo du gehst, es ist immer eine Schwierigkeit, ne? Eine alleine Entzieher zu sein mit einem Kind. Und ja, am Anfang, das war nur den Deutschkurs und jetzt mit dem Arbeit. Ich hatte Glück, dass meine Chefin sehr nett ist und sie versteht, wenn ich gehen muss, ne? Das ist für mich wirklich wichtig. Seit Anfang hatte ich viel Glück auch hier in Deutschland. Ich hatte schnell eine Wohnung gefunden. Das ist nicht so typisch. Ich hatte auch Glück, weil in 2 Wochen hatte ich auch eine Platz für Valentin in der Kindergarten gefunden. Und sehr schnell hatte ich auch den Deutschkurs angefangen. So, ich hatte auch Glück in Deutschland. Was sind die Schwierigkeiten für dich in der deutschen Sprache? Was findest du immer noch schwierig? Wenn ich spreche, dass ich zu viel denken muss, wo ist der Verb in diesem Artikel? Also immer ist eine so 50-50. Für mich ist es das oder der. Ratespiel. Ratespiel, genau. Und immer. Meistens mache ich einen Fehler. Aber ich finde es gut bei dir, dass du dann trotzdem fließend sprichst. Ja. Und machst dir keinen Kopf deswegen. Also mit Fremdsprachen, weil ich schon 3 Fremdsprachen spreche, ist es wirklich so, so besonders, so wichtig, dass man nicht über Fehler so viel denkt, nachdenkt mhm. und einfach spricht und einfach versucht, weil das ist der einzige Weg, wie man eigentlich eine neue Sprache lernen kann. Gibt es etwas, was du für dich übernehmen würdest? Etwas aus der deutschen Kultur? Vielleicht diese Pünktlichkeit, weil manchmal in meiner eigenen Heimat, wenn wir sagen, lass uns treffen um 2, ist es niemals 2. Und ich mag hier, dass es wirklich so zeitpunktlich die Leute sind. Also die Deutsche Bahn nicht, aber die Leute schon. Die Züge nicht, aber die Leute schon. Ja. Auch was ich vielleicht möchte in meinem Leben zu haben, dass die Deutsche, typisch für Deutschen ist, die Vorbereitung, über das, die ich gesprochen habe. Also ich bin ein spontaner Mensch. Ich plane nicht so viel und diese Vorbereitung ist vielleicht ein Teil, das ich übernehmen möchte. Und wie ist das mit der deutschen Sprache? Hast du noch irgendwelche Schwierigkeiten? Manchmal. Aber Mama noch mehr, weil sie kein Eichhörnchen sagen kann. Sag mal Eichhörnchen, Mama. Eichhörnchen. Falsch, oder Leute? Mädel. Ist das die Testfrage? Wofür die ganzen Prüfungen? B1, B2? Wir müssen einfach die Leute fragen, kannst du das Wort Eichhörnchen aussprechen? Was würdest du jedem Deutschlerner empfehlen, jeder, der nach Deutschland kommt, was sollte er als erstes machen? Für jemanden, der nach Deutschland umziehen möchte, die sollten wirklich über die Kultur lernen. Das ist ganz wichtig. Und auch die Sprache und wie alles funktioniert, wie die Regeln in Deutschland sind. Ne? Die Deutsche mag sehr gerne Regeln. Ja, also du fühlst dich hier schon total angekommen und integriert. Kann man das so sagen? Ja, am Anfang ist es immer alles sehr anders. Du musst alles verstehen, wie es funktioniert. Aber jetzt, dass ich schon 2 Jahre hier wohne, würde ich sagen, dass ich bin ganz, ganz zufrieden und ich fühle mich ganz wohl. Schön. Ich habe eine lustige Geschichte über meinen Opa. Ja. Er hat einen Fahrradunfall und hat den Kopf auf den Boden getroffen. Mhm. Und nach diesem Moment hat er nur Deutsch gesprochen. Nein. Ja, er konnte gar kein Portugiesisch mehr und niemand in der Familie konnte Deutsch reden. Unglaublich. Und was habt ihr dann gemacht? Wir haben seine Schwester angerufen und sie ist zu uns gekommen, aha, zu
und zu helfen. Wir konnten nicht wirklich wissen, was brauchte er. Er sagt alles auf Deutsch und bekommt wirklich Ärger. Und dann, wie lange hat er so gelebt? Danach hat er nur 8 Monate gelebt. Oh. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du weiterhin Deutsch lernst. Ja, lass uns mal sehen. Ich werde vielleicht Zeichentrick zurück nach Zeichentrickfilme gehen. Ja, du hast gesehen, dass es funktioniert. Ja. Valentina, was wünschst du dir für die Zukunft? Dass ich mich in alles verwandeln kann. Zum Beispiel, in was möchtest du dich verwandeln? In eine Katze. In eine Katze. Ingrid, vielen Dank nochmal für das Interview. Das war total nett. Bitteschön. Lass dich nochmal umarmen. Ja. Okay, Leute, wir haben zu Ende des Videos gekommen. Hier ist mein Instagram-Account. Sie können mir schreiben, wenn Sie Fragen haben. Vergessen Sie nicht, ein Like zu diesem Video zu lassen. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie ist eure Erfahrung mit Deutschlernen. Klasse. Yeah.